die Bayern kommen. Das sorgt hier wieder für Menschenmassen, für lange Schlangen, rumstehen, warten. Manchmal gar für Angst, aber für gute Laune sorgt es in den seltensten Fällen, vor allem nicht beim Gegner. Nicht so beim TSV Pel. Das Jahrhundertspiel für den ehemaligen Verein von Bayern-Star Thomas Müller. Und der war auch der Grund. Der Grund, warum die Bayern ins Penzberger Nonnenwaldstadion kamen. Der Grund für Massenhysterie und eine Zuschauerzahl an einem Tag, die sonst vielleicht zusammengerechnet im Jahr erreicht wird. Der Grund, warum hier aufgefahren wurde wie nichts Gutes. Der Ball kommt dann auch schon mal mit dem Fallschirm. Naja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Aber ist ja schließlich auch das Jahrhundertspiel. So, es ist angerichtet, alles bereit und los geht's. Die Bayern fackeln nicht lange. Nach 28 Minuten steht es 9:0. 11:0 zur Halbzeit. Ich finde, eine tolle Kulisse. Die Zuschauer sind sehr zufrieden, haben bisher wunderschöne Tore gesehen und ich denke, dass die zweite Halbzeit ähnlich werden wird. All eyes on Thomas Müller, der verlorene Sohn, der in die Heimat zurückkehrt. Ihm flogen die Sympathien zu. Aber seltsam, Müller, sonst vom Tor kein Kostverächter, keiner, der lange fackelt. Er hielt sich beim Toreschießen seltsam zurück. Aber bei Ihnen jetzt bis jetzt nur eine Kiste, da muss ein bisschen mehr kommen, oder? Ja, das ist auch die Demut ein bisschen. Man muss sich da auch zurückhalten können, weil hängt da doch noch mein Herz dran. Okay, ist klar. Dafür zeigt aber manch anderer ein paar Kabinettstückchen. Ja, bei Schweinsteiger und Ribéry war es klar. Aber auch Pel-Keeper Peter Krems fischte den ein oder anderen raus. Die Peler zwischenzeitlich mit dem Anschlusstor. Stand jetzt 15:1, wird nochmal spannend, oder? Ja, ganz eng wird es noch. Wir werden am Schluss wahrscheinlich nochmal auftragen und alles nochmal geben und das Spiel natürlich nochmal zu unseren Gunsten entscheiden. Kampf bis zum Schluss. Kein Meter wurde verloren gegeben. Aber es reichte dann doch knapp nicht. 22:1 hieß es am Ende. Und dann war Chaos. Die Zuschauer stürmten einfach mal das Feld. Jeder wollte ein Autogramm. Ist aber auch nicht gerade Alltag, dass die Bayern kommen.